Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute haben wir Samstag, den 13. November, und ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe jetzt die Kinder ready for the day gemacht. Sam muss sich noch umziehen. Bin schon Zähne geputzt, wir haben gefrühstückt. Ich habe einen Punkt. Ja, Nabila hat einen Pulli mit Punkte an. Eine Sterne mit mir. Ja, Zane hat noch seine Schlafsachen an, aber die wechselst du dann auch gleich. Ich werde jetzt dann gleich Salih auf den Rücken werfen, die wird nämlich schon müde, damit sie dann einschläft, und währenddessen werde ich dann meinen Haushalt anfangen. Erst in der Küche, und dann, wenn sie dann tief und fest schläft, werde ich das Badezimmer putzen. Das habe ich nämlich die Woche noch nicht geschafft. So, wir waren die ganze Woche alle krank, und so schaut das gerade aus hier. Die Kinder und ich mega erkältet, Husten, Schnupfen, alles. Salia auch, und das macht es nicht einfacher. Die Nächte waren in der letzten Zeit sehr cool und unangenehm, aber wir sind gerade auf dem Weg der Besserung. Ja, weil die Kinder auch so lange zu Hause waren, wollte ich nochmal das abchecken lassen, weil ab Montag die dann wieder in die Kita gehen, und deswegen gehen wir später uns nochmal testen, ja, um alles abzuklären. Ja, wir gehen, ihr geht alle in die Kita, Nabila. Okay? Ja, ja, jetzt mache ich ein bisschen hin, weil ich habe einen Termin um 15 Uhr gelegt. Und es ist zwar jetzt erst 11, aber sag's euch. Mit drei Kindern kommen so viel dazwischen, und ich möchte auf jeden Fall das Badezimmer sauber bekommen. Falls ihr fragt, sollt ihr es in der Arbeit. Jetzt bin ich fast ausgerutscht. Leute, ich melde mich. Habe ich die Küche fertig gemacht und Salih schläft, und ich weiß ganz genau, wenn ich sie jetzt hinlege, sie auf, das ist richtig blödes Zeitmanagement, was ich gemacht habe. Ich probiere es jetzt einfach mal. Die Kinder mache ich jetzt gleich Fernseher an, und dürfen die Runde ferngucken, damit es halt ruhig bleibt währenddessen. Und ich glaube, ich entsorge mal unsere Zahnbürsten. Ne? Schaut wild aus. Halt nur blöd wegen den ganzen Reinigungsmittel. Mit dem Putzen und Aufräumen, und wollte jetzt heute Kartoffeln machen. Die haben wir schon seit über einer Woche da, nicht, dass die kaputt gehen. Deswegen werde ich die jetzt erstmal schälen, waschen und dann erstmal stehen lassen. Dann kaufe ich draußen Hähnchen, und dann mache ich heute mit Gemüse, ja, im Ofen. Das mögen die Kinder ganz gern, das geht ganz fix. Und dann muss ich mich fertig machen, und dann gehen wir raus. Nabila, Salia, was machst du? So, okay. Machen wir jetzt schnell fertig. 15 Uhr haben wir den Termin zum Testen. Und wir brauchen schon so eine halbe Stunde hin. Das ist ja eine gute Perspektive, ne? Wir brauchen schon eine halbe Stunde hin. Und deswegen, die Kids sind Gott sei Dank schon fertig. Ich muss aber noch Salia umziehen. Die schläft jetzt wieder. Die macht wieder ein Nachmittagsschläfchen. Und ich muss noch schnell beten, ne? Weil ich mich gerade schminke. Ich habe gerade die Gebetswaschung gemacht. Ich mache das immer so. Und dann schminke ich mich jetzt. Und dann bete ich schnell. Und dann gehen wir schnell los. Ja, Leute. Gar nichts so Spannendes. Aber that's life, man. That's life. Die Kinder haben gerade gestritten. Es wird eigentlich weniger mit der Streiterei, und die sind jetzt in ein Alter angekommen, wo sie jetzt gut miteinander spielen, Zane und Nabila zumindest halt, und die können auch ganz gut so für so lang wie Salia mag, 5 bis 10 Minuten alle zusammen im Zimmer spielen, und ich habe dann so meine Ruhe. Aber jetzt, da Salia ja krank ist, ist sie sehr anhänglich. Ich glaube, sie kriegt die nächsten Zähnchen, deswegen ist es jetzt ein bisschen komplizierter mit ihr. Die Kinder können sich ganz gut miteinander beschäftigen. Sie sind super, super lieb zu Salia immer, also Wahnsinn, Maschallah. Ich stecke jetzt echt. Genau das wollte ich vermeiden, dass ich jetzt unter Zeitdruck gelange. Mache heute auch nicht viel, wird nur meine Augenbrauen machen. Dann wollte ich euch noch ein Paket zeigen, was angekommen ist. Also zwei. Ich wollte das mit euch auspacken und euch zeigen. Nicht immer auf Instagram. Auf Instagram mache ich ganz oft so Hauls und so, aber ich glaube, ihr wollt es da auch vielleicht mal sehen, was ich mir da mal gekauft habe. Später gehe ich noch einkaufen, ne? Muss ich auch noch machen. Ich hasse es, samstags einkaufen zu fahren. Aber ich habe es leider unter der Woche nicht geschafft. Deswegen muss ich mit den Kindern dann zusammen einkaufen fahren. Braucht dringend wieder ein Auto, Leute. Ganz dringend brauche ich ein Auto. Da ist mein heutiges OOTD. Einen schwarzen Pulli, eine Jeans, Schuhe noch und eine Ledermantel drüber, und dann bin ich fertig. Thank you.
noch schnell die Bestätigung ausgedruckt. Bestätigung der Durchführung eines Corona-Tests. Ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Ja, jetzt müssen wir den Bus erwischen. Hast du heute dein Gesicht gewaschen? Gesicht waschen. Oh, ich habe es nicht mal geschafft, mir eine Einkaufsliste zu schreiben. Aber was wir ganz dringend brauchen, ist Milch. Stiefel? Deine Stiefel? Ja. Ja. Was mit denen? Mach mit. Okay, machst du das Licht aus? Okay. Ja? Ja, okay, los geht's. Marke, setz dich. Ja, setz dich hin. Okay. Mal, guter Tag. Heute ist ein guter Tag? Ja. Finde ich auch. Oh, auch mein Brille. Nein, du brauchst keine Brille, sein. Na wieder. Da. Nee, du siehst doch ganz gut. Gut? Ja, du hast super Augen. Adleraugen. Warum hast du immer Adleraugen? Ja, weil Nabila Adleraugen hat. Nein, Mama will. Wir sind dein Geld, Adleraugen. Du wieder rein. Okay. Auf geht's und dann gehen wir einkaufen. Und ich möchte, dass ihr bitte ganz lieb seid, okay? Beim Einkaufen. Wir gehen jetzt Corona-Testen machen. Corona-Testen? Ja, da müssen wir erst noch hinfahren. Wenn es negativ ist, dann könnt ihr wieder in den Kindergarten gehen. Es ist einfach krass, wie ich immer im Stress gerate. Naja, aber wir sind jetzt wenigstens schon mal alle im Aufzug und das ist ganz gut, okay? Dass wir es bis hierhin geschafft haben. Mama, da. Warte, schaust du so böse? Warte, okay, raus, ja, na wieder, du hast minus 1 gedrückt. Salia. Alle mit dabei, ey, drei Kinder, Leute, ich schaffe es euch. Na wieder, machst du die Tür auf? Schaffst du es oder soll ich es machen? Hast du gesehen, wie stark der ist? Stark wie die Mama. Ja, Zains Fahrrad. Oh mein Gott, ich habe mich so hardcore verfahren. Ich habe halt in der MVG-App einfach nur die Straße eingegeben ohne Hausnummer. Jetzt sind wir voll weit von unserem Ziel entfernt und müssen 15 Minuten zu Fuß laufen, Leute. Und es ist so mieses Wetter gerade. Isalia macht schon Theater, möchte wahrscheinlich aus dem Wagen raus. Und Nabila ist aber Gott sei Dank jetzt eingeschlafen. Und Zain? Ich brauche ein Auto, Leute. Ich brauche ein Auto. Keine Lust mehr. Mit drei Kindern. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange rumgetan habe. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Die möchte halt einfach getragen werden. Der Pass? Wo hat man die gemacht? Im Mund? Ja, okay. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, bis das Ergebnis. Hat er auch in der Nase gemacht? Nein. Nur im Mund? Ja, also ich muss die Zunge stecken. Ja, die Zunge. Jetzt warten wir kurz, jetzt regnet es so sehr. Wir warten auf das Ergebnis. Dass du negativ bist. Ja, wir müssen einkaufen, aber irgendwie, ich habe keine Lust, weil schau mal, wie die Salia macht. Die will, dass ich sie trage die ganze Zeit. Ja, wir sind jetzt angekommen, Leute, aber echt ein Aber zurück. Konzentriere ich mich besser, wo wir aussteigen müssen. Und ich überlege gerade, ob ich einfach erstmal nach Hause gehen soll und dann erstmal nichts, also die Kinder erstmal wieder runterkommen lasse und dann einkaufen gehe. Aber ich möchte es auch einfach gleich erledigt haben. Schau mal, die spielen Fußball und dabei regnet es so. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was passiert? Wir waren ja beim Testen und dann, Salia ist ausgerastet, es regnet, also ich glaube, ich habe das auch vorhin kurz erzählt, es regnet so stark gerade in München. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was das Wetterbericht heute sagt. Und es regnet in Strömen und Salia hat die ganze Zeit durchgeschrien, weil sie wollte, dass ich sie halte und die Bushaltestelle von diesem Testzentrum war auch noch voll weit weg und es war so stressig gerade für mich. Ich dachte mir nur so, Chapeau an alle Alleinerziehende, die sowas durchhalten müssen oder durchmachen ohne Pause 24/7 mit den Kids. Ey, wie macht ihr das? Das ist echt wow. Und wir haben es nicht mal zum Einkaufen geschafft. Ich habe gesagt, ich muss erst nach Hause mit denen und damit wir uns alle wieder aufwärmen, Kraft tanken und dann gehen wir einkaufen. Ich bin jetzt heimgekommen, Sultan ist auch nicht zu Hause. Dann eigentlich schon frei aus und eigentlich nach Hause kommen und dann wieder. Er hat noch einen Nebenjob, aber ich glaube, er ist direkt dann rausgegangen und wird von dort aus zum Nebenjob gehen. Jetzt bin ich daheim mit den Kids. Und wir haben auch gerade das Testergebnis bekommen und wir sind alle negativ. Sehr gut. Immerhin das. Aber das war jetzt gerade so stressig. Also es war so stressig,
Das ist echt nicht einfach mit drei Kindern. Ich brauche ein Auto. Jetzt im Ernst, ich brauche echt ein Auto. Ihr habt Hunger, ne? Ja. Ja. Ich mache denen jetzt so Pommes, irgendwas, was schnell geht. Und dann bereite ich den Fisch vor und die Kartoffeln. Ich habe jetzt die ganze gekocht. Ich zeige euch jetzt mal, was ich gemacht habe. Ja. Ich wollte eigentlich Kartoffelgratin machen, aber irgendwie... Ich habe es vergessen und habe irgendwie Tomatenmark reingetan und eine Mischung mit Öl und Thymian und alles an Gemüse, was wir noch da hatten. Paprika. Und dann habe ich noch Fisch gemacht. Genau. warum bedankt ihr euch, weil es heute Fisch gibt? Bitte. Ich weiß nicht, ob ich es schon jemals hier auf YouTube erwähnt habe, aber für mich Fisch machen war so, ich habe eine Phobie gehabt. War das jetzt mein drittes Mal, dass ich den Fisch selber gemacht habe, angefasst habe und so hergerichtet habe. Und ich muss euch sagen, ich bin so stolz auf mich. Und Salia ist wieder wach. Und wenn wir losgehen, fängt sie bestimmt wieder an zu weinen. Okay, ihr könnt euch jetzt wieder anziehen. Wir gehen jetzt schnell einkaufen. Ja, Schuhe anziehen und Jacke anziehen. Und es regnet immer noch. Aber da morgen Sonntag ist, gehe ich lieber jetzt doch noch einkaufen und kaufen ein bisschen Schmarrn und so. Zum Chillen morgen. Ja, soll ich Regenschirm mitnehmen, gell? Eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber ich nehme jetzt unseren Regenschutz mit. Das ist nämlich eigentlich so das Wichtigste. Wir sind zu Hause und ich wollte euch ja noch meine Pakete zeigen, die in letzter Zeit angekommen sind. Und zwar ein Paket von Zalando. Da zeige ich euch gleich mal, was drin ist. Meine neuen Schuhe. Schaut's mal. Ich glaube, die werden jetzt nicht großartig warm halten. Seht ihr es? Gefallen die mir? Doch, irgendwie schon. Ich habe 39 bestellt, weil ich dachte, lieber zu groß als zu klein. Und jetzt noch mein Mantel von H&M. Ich liebe ja Jacken, Leute. Das wäre jetzt dann meine dritte Jacke. Was sagt ihr? Was sagt ihr zu meinem Mantel? Sieht doch ganz gut aus, oder? Der ist so ein bisschen oversized. Für Nabila ein Winter-Overall. Das wird ihr ein bisschen groß sein, aber dann wächst sie halt dann rein. In rosa. Und Handschuhe für Salia. Aber ich glaube, ihr seid ihr ein bisschen zu groß. Zane, wie findest du meinen neuen Mantel? Geschenk kaufen? Ja. Für wen denn? Für dich? Für was brauchst du ein Geschenk? Für kaufen. Okay, ich kaufe dir einen. Nabila, wie findest du meinen Mantel? Schön. Wie findest du meine neuen Schuhe? Hm? Fisch, gell? Schmeckt's euch? Sind da Gräten drin? Oh. Ja, soll ihn dann ganz vorsichtig essen. Okay? Ja, ich hab die auch. Super. Kids liegen im Bett. Ich habe jetzt... Eine ist noch da. Ich hoffe, die schläft dann auch gleich ein, weil ich muss dieses Video ja noch schneiden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mich interessiert aber noch eins. Und zwar wollte ich jetzt mal fragen, ob ich unter meinen Zuschauern alleinerziehende Mamas... Und wenn ja, wie viele Kinder hast du? Und wie läuft das alles? Weil das wäre ja crazy. Das wäre crazy. Mit den dreien, heute habe ich es wieder so gesehen. So, ist ja verrückt. So mit drei Kindern und dann durch den Regen kein Auto. Das war, hat mich echt gestresst. Ja, schreibt mal rein, wie das so ist, wie ihr das schafft. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann auch in einem nächsten Vlog oder in einem nächsten Video wieder. Tschüss. Der Fisch hat übrigens sehr, sehr gut geschmeckt.